Hallo Leute und herzlich willkommen zu GTA und ich habe hier ein neues Outfit, also wow. Okay, genau, dieser, ich weiß gar nicht, ob ihr dieses Mofa hier, dieses Motorrad hier schon gesehen habt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich ja gepostet, dass ich pleite war. Und zwar war ein Angebot und ich habe so krass drauf geschwitzt und dann habe ich es direkt gekauft, weil ich dachte, es geht nur bis Sonntag um Mitternacht. Aber ich glaube, es geht sogar noch länger. Auf jeden Fall habe ich mir eine Koks-Farm geholt. Und ich weiß aber nicht, wo die ist. Aber hier rum, oder? Das? Ja, genau. Koks-Labor. Genau, das werden wir jetzt einrichten. Und zwar, ja, habe ich das wirklich gekauft off-cam, weil ich halt dachte, dass ich Dings brauche. Und deswegen habe ich auch die Ware gekauft, die in meinem Clubhaus war. In meiner Weed-Farm. Aber, naja. Oh, es tut mir leid, Leute, es tut mir leid. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt zur Koks-Farm gehen. Und ich habe nämlich jetzt auch schon ein neues Spiel gefunden. Und zwar Liars of Fear 2. Das wird jetzt immer Mittwoch und Samstags kommen. Weil, ja, GTA, da habe ich halt auch schon persönlich angefangen. Mache ich auch immer persönlich weiter. Deswegen ist das einfach so immer so ein bisschen ein Übergangsspiel. Gerade wenn niemand. Wenn gerade. Wie weit ist das geflogen ist? Wenn gerade kein Spiel irgendwie am Laufen ist, dann spielen wir einfach immer so ein bisschen GTA. Aber ich will halt gerne Liars of Fear spielen. Oder Amnesia heißt es, glaube ich. Wir müssen mal gucken. Oder ich guck mal, welches beiden. Ja. Dann werden wir sehen. Okay, hier eine kleine. Kleines Häuschen. Die waren ja von außen auch gar nichts. Okay, gehen wir mal rein. Ich weiß gar nicht, wie das da drin jetzt aussieht. Okay, genau. Wir haben noch keine Rohstoffe und alles. Ausrüstung. Ich glaube aber, das ist recht groß, oder? Auf jeden Fall nicht das Kleinste. Okay, gut. Dann werden wir doch direkt die Einrichtung stehlen, respektive holen und dann, ja, können wir mal noch ein bisschen Vorräte holen, vielleicht für die Weed Farm, je nachdem. Genau, der Laptop ist ja hier. Hallo, geh ran, bitte. Ah, jetzt. Genau, ihr seht jetzt hier oben, ich habe auch schon wieder ein bisschen Geld, weil ich halt mit den anderen noch so ein bisschen gespielt hatte, genau. Ja. Deswegen sind wir nicht komplett pleite, sondern einfach so ein bisschen. Okay, wo müssen wir denn hin? Wir müssen fast nach ganz unten. Naja, okay. Und wieso ist Nacht in GTA, Alter? Wieso? Ich hasse das. Allgemein Nacht im Spiel ist immer scheiße. Naja, auf jeden Fall hätte ich gesagt, Zeitraffer, Leute. Bald da, noch ein paar Meter, okay, also noch fast ein Kilometer, okay, alles klar. Auf jeden Fall, ja, bin ich gespannt, scheinbar soll das Koks auch am rentabelsten sein, sagt man das so, ich glaube schon. Und genau, das wollte ich noch kurz sagen, weil ich habe mich da so ein bisschen, von mir kann man nicht sagen, aber ich habe halt das wirklich gemerkt, weil mein Kollege, also Tim, hat auch, eine Koksfarm, da hat er gesagt, Alter, er verdient halt richtig viel. Mit einem Balken schon und, ja genau, deswegen habe ich gedacht, ja, wieso nicht, Alter. Ich meine, es hätte sonst, gleich hätte nochmal eine Weedfarm kaufen können, wäre aber ein bisschen langweilig gewesen. Und ich hätte, glaube ich, was konnte ich, glaube ich, nochmal, ich weiß es gar nicht, Meth oder konnte ich irgendwas sonst machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall nicht so cooles Zeug, sage ich mal. Also cool. Ja, sei mal dahingestellt. Aber oh. Ja, was macht der denn? Oh. Okay. Genau. Aber es gibt ja auch einen coolen Song. Der
Fuchs spricht, sag ich mal. Ich hoffe, jetzt kommt kein random Dude und macht Stress mit mir. Er will Stress. Das wäre ein bisschen nicht so cool. Da muss doch auf die Seite gehen. Oh nee, Digga. Zum Glück. Ich dachte, er dreht um. Hat er zum Glück nicht gemacht. Ehrenmann. Okay. Oh Gott, Alter. Okay, ja. Genau, ich weiß eben gar nicht, ob man Amnesia oder respektive Liars of Fear 2, ob man das zusammenspielen kann. Ich glaube schon, aber ich denke, die anderen, die scheißen sich ja schon bei Phasmophobia ein. Gut, muss ich sagen, Alter. Da wird auch immer schwerer. Komisch, die Eier. Das hat einfach rübergezogen. Oh Lord, hä, wieso müssen wir denn hoch? Okay, naja. Auf jeden Fall. Ja, ich guck mal und das Spiel. Diesen Samstag kommt noch GDA. Weil ich will das immer so ein bisschen mit der Woche abschließen. You know, und dann halt, genau. Dann am nächsten Mittwoch dann. Also heute in einer Woche kommt Amnesia oder Liars of Fear. Ihr werdet es sehen. Ich weiß es nämlich noch nicht, was ich genau spiele. Ich guck mal, welches Spiel das ich vielleicht interessanter finde, besser finde. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, ich habe gerade wieder richtig viel gelabert. Zeitraffer, Leute. Gleich hier wieder bei unseren Unternehmen, wenn man das Unternehmen nennen kann. Eieiei, oh shit. Ja, okay, ist ein bisschen kaputt. Naja, okay. Nun, eat. Ach, geil. Okay, was haben wir denn jetzt alles bekommen? Ich meine, okay, dies ist der Produktionsbereich hier. Wird das Kokain verarbeitet, sobald die Belegschaften da sind. Das Kokain wird verarbeitet und dann hier im Lager auf Paletten gestapelt, um die Produktion aufrecht zu halten, wenn die Rohstoffe... Ich kann nicht so schnell lesen. Lol, wie ist das denn verpackt? Ein bisschen komisch aus irgendwie. Oh, schade. Okay. Genau, dann müssen wir wahrscheinlich auch immer wieder Waren holen. Ja. Mal gucken, wie das jetzt dann wird. Weil ich denke, also ich glaube, jetzt ist es direkt voll. Genau, die Vorräte sind jetzt direkt voll. Was? Hä? Müssten jetzt hier keine Arbeiter sein? Naja. Wir gucken mal ganz kurz. Was würde denn jetzt hier? Verbesserung. Personal. Wieso? Die alle in Unterwäsche. Egal, Sicherheit, nee. Ich glaube, als erstes werden wir uns das Personal kaufen. Danach wahrscheinlich die Ausrüstung. Weil, ja. Genau, Personal stimmt jetzt dann demnächst mal. Ja. Ja, ich weiß, laber nicht. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich? Warte mal. Wir müssen jetzt etwas ausprobieren. Wir haben ja noch so ein bisschen Zeit. Wir holen uns kurz mein Mofa. Wieso sage ich immer Mofa, Alter? Mein Motorrad. Gehen kurz. Ich habe ja eine Dokumentfälscherei. Ich glaube, ich habe von dem noch gar nicht irgendwas aufgenommen. Auf jeden Fall habe ich eine, jetzt wisst ihr es. Und wir gehen da kurz gucken. Ich weiß eben nicht, ob man Unternehmen auch schließen kann, weil ich brauche die halt nie. Die rentiert auch so überhaupt nicht. Und vielleicht gibt es ja noch so ein bisschen Geld. Und ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Ich glaube, man muss auf... Also, es gibt ja immer diese Button, Produktion stoppen. Was ist denn dann? Das würde ich jetzt gerne kurz ausprobieren. Deswegen gehen wir kurz zum Dings. Und dann können wir auch noch kurz zur Spielhalle, kurz dass die Tageseinnahmen einnehmen halt. Wow. Okay, dann bis wir dort sind, Leute. Zeitraffer. Wir sind praktisch da. Ich werde kurz gucken, was ist denn, wenn wir jetzt die Produktion stoppen? Genau, hier geht's rein.
Alles klar. Okay, 18. 18.000 ist der Wert. Ja. Wow. Ja, richtig cool. Hallo, wir können das nicht mehr kaufen. Okay. Aber würde so ein bisschen was geben. Oder wir können die Produktion. Müssten die. Ah, ich habe die Produktion schon gestoppt. Soll? Okay, ja, keine Ahnung, was es soll. Naja, chill mal ein bisschen weiter am Handy, ich meine, juckt ihr nicht. Ja, okay, dann kann man das scheinbar nicht schließen und das Geld zurückbekommen. Schade eigentlich, schade. Okay, wir gehen kurz. Really? Und jetzt gehen wir direkt hier in unser Dings, unser Club. Ne, es ist ja gar nicht unser Clubhaus, sondern unsere Spielhalle, genau. Ich muss sagen, es ist noch praktisch, so ein kleiner Nebenverdienst immer. Es ist nicht viel, es sind aber, ja, trotzdem, wisst ihr, manchmal kann man sich halt auch mal was gönnen, so, wisst ihr, was ich meine? Genau. Hö, wer war das denn? Ah ja, ey, hä? Mach doch auf. Ah, jetzt. Ich denke halt auch, ja okay, das ist jetzt nur ein bisschen wenig dran. Ah, ich meine 5000. Ich weiß nicht, ob wir als nächstes so ein Spielautomat kaufen sollen oder dann halt eben die Verbesserung für die Fuchsfabrik oder Farm oder was auch immer kaufen. Fuchslabor, genau. Ja, dann werde ich, ich glaube, wir werden aber das fürs Koks ausgeben und ja. Merryweather? Merryweather, ja. So, alles klar. Ja, gut, Leute, dann haben wir heute unsere Dings eingerichtet. Unsere Koks-Labor. Ja, auf jeden Fall. War's das für diese Folge GDA. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.